honor, friend. Go with honor, friend. Greetings.
Le fouque.
Watch your back. Interest you on a pint? Off with you. Keep it real.
Weiß nicht, frag ihn doch selbst mal. Und hi. Warte mal, ich frag ihn mal. Und da hört man mich? Ja, tut man. Wie hast du denn deinen Weg hierher gefunden? Ist ein bisschen spät, wir sind gleich fertig und ich muss dann auch weg. Toll, lassen sie sich alle von dem Feuer umbringen. Die einzige Mechanik in dem ganzen Dungeon und es sterben zwei Leute daran. Es gibt halt legit keinen Boss, der irgendwas kann. Das hier ist der einzige. Oh doch, das eine Feuerelementar kann den Tank runterkicken. Also das eine Feuerelementar, das kickt nach hinten und wenn man das als Tank nicht weiß, ja, dann segelt man in die Lava. Ist nicht ganz so geil. Wir haben jetzt... wir haben 10 nach 12 oder so angefangen, also wir sind jetzt schon anderthalb Stunden hier drin. Aber wir sind jetzt im letzten Raum. Und ich bin echt beeindruckt von mir selbst. Ich habe mich nicht einmal verlaufen. Du spielst nicht Classic, oder? Fuck. Können Sie es bitte sein lassen? Danke. Wieso spielst du auf einem anderen? Oh, kein Mana. Wieso spielt man auf einem frischen Server? Und wieso gibt's die überhaupt? Ich verstehe das überhaupt nicht.
Heute kommt da weg. Ganze Dungeon lang immer dasselbe. Level 1 oder von Level 15, vom ersten Dungeon bis hierhin immer dasselbe. Alles lossen. Und es wird halt immer noch nicht verstanden. Ich check das nicht. Immer hinter die Weihe stellen. So schwer ist das doch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, was das hier für ein Rum, also was das hier für ein Rumgeeier ist als Mori. Ich meine, als Mori hast du wenigstens die Mana-Probleme nicht, wenn dir dauernd irgendwer Zeug klaut, aber. Du hast auch immer noch Wutprobleme. Das sind zwar nicht ganz so schlimm, aber. Ich weiß gar nicht mehr, muss man die hier oben machen? Ich glaube nicht, ne? Die pullt der Boss, glaube ich, nicht mit dazu. Ich glaube nur irgendwie die vier, also irgendwie der Boss viert oder irgendwie sowas, ne? Da war irgendwas. Ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass da aus irgendwelchen Gründen ist mir schon öfter mal passiert, dass wir da gestorben sind früher mal. Weil irgendwie das Zeug am Rand gepult wurde. Aber ich glaube, ach, das war, glaube ich, weil die Mobs hier früher noch viel mehr ausgehalten haben. Die rennen ja weg in Vieh, also die rennen ja weg, wenn sie fast tot sind. Und so war das. Wir haben hier Gruppen gepult und dann sind welche weggerannt und haben dann den anderen Scheiß gepult. Deswegen. Aber, ja, das ist kein Problem mehr. Die halten ja nichts mehr aus. Die machen alle viel zu viel Damage. Das wird so knapp, ey. Ich hab um 20 nach einen Termin. Wenn wir jetzt hier wipen, kriege ich einen Anfall. Dann muss ich nämlich lieben. Es hat von der Zeit jetzt an sich genau gepasst. Brüllen. Aber wie war das, wenn man hier nur den killt, dann überlebt die Olle, ne? Nicht die Kleine, nicht die Olle töten. Lass sie in Ruhe. Da hat es aber einer unbedingt, also hat es einer versucht. Two-Hand, Harry, what? Fünfzig Damage pro Sekunde. Magie, Stamina.
Ja, nee. Komm schon, das Ding. No! Falls du noch da bist, danke fürs Zuschauen und sorry, ja, muss jetzt Ende machen. Wie gesagt, war schlechtes Timing in dem Sinne. Aber du hast zumindest das Ende noch gesehen. Und ciao und bye bye. Vielleicht sieht man sich mal wieder.